jetzt muss ich, weil ich zu spät bin, erstmal schauen, wo die Reiseleitung ist. Jetzt ist hier gleich ein bisschen Aufruhr. 2, 3, Feuerwehr! Das geht ja schon früh los. Sie wissen, was schön aufpassen, dass du nicht kleckerst. Es ist nicht das klassische Familienleben, nee, das stimmt. Das, haben Sie das ist nicht, ne? Es wirklich nicht, nein. Jeden Mittwoch suchen wir uns für unser Vorhaben einen Ort auf der Landkarte aus. Das sind kleine bis mittelgroße Städte. Heute ist es Wittingen. Knappe 12.000 Einwohner. Die Menschen, die hier leben, arbeiten oft in Wolfsburg bei einem namhaften Autohersteller, sind dadurch vielleicht auch Fußballfans vom VfL Wolfsburg. Und wie unschwer zu erkennen, gibt es eine örtliche Brauerei. Und hier gehen wir also auf die Suche nach einem Menschen, den wir von jetzt an ohne Vorwarnung spontan mit der Kamera begleiten möchten. Guten Tag. Guten Tag. Könnten Sie sich das vorstellen, von mir den ganzen Tag lang mit der Kamera begleitet zu werden? Oh mein Gott, ich komme aber nicht hier aus Witting. Nein, sondern? Sorry, ich muss einkaufen. Sie waren nur einkaufen? Ja. Und einen ganzen Tag ein Fernsehthema dabei? Wäre oh das was für Sie? Oh nee. Oh mein Gott, oh nee. Ganz hinterher. Das macht ja nichts. Geht in Ordnung. Okay. Schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Nicht erschrecken. Das ist mal das richtige Auto fürs Wetter, oder? Ja, ist es. Würden Sie mir verraten, was Sie heute noch vorhaben? Baden wollen wir, glaube ich, noch. Ach so. Mehr steht nicht auf dem Programm? Eigentlich nicht. Gut. Dann würden Sie sagen, wenn ich mit dem Fernsehen dabei bin, dann ist das nicht so passend, oder? Das habt heute nicht meine Bikini-Figur dabei. Ach so. Gut, das lassen wir jetzt so stehen und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, danke, ebenso. Ja, ja. Hallo. Hallo, guten Tag. Könnten Sie sich vorstellen, von jetzt an von einem Kamerateam begleitet zu werden für den Rest des Tages? Ich habe nicht so besonders viel Zeit, um mal ganz ehrlich zu sein. Das ist aber tendenziell gut? Tendenziell wunderbar, ja dann. Was haben Sie denn vor? Was ist denn los? Ich muss jetzt ganz schnell eben einkaufen gehen. Ja. Und dann muss ich wieder zurück in meinen Betrieb, weil wir da eine Busgruppe haben und die warten aufs Essen. Ist nicht wahr. Ist wahr. Würden Sie einfach mitlaufen wollen, gerne. Ja, ich bin Sven Tietzer und Sie? Imke Wolter. Guten Tag, Frau Wolter. Guten Tag, Herr Tietzer. Dann schnell rein, oder? Ja. Wir wollen ja nicht aufhalten. Also wir werden Sie nicht stören. Mhm. Wir werden Sie nur begleiten durch den Tag. Wunderbar. Sehr geht, überraschend. Ja? Ja, sehr überraschend, aber wir schauen mal. So, mal gucken, ob das hier so alles geht. Ein Bus voller Gäste und dann geht plötzlich die Milch für den Kaffee aus. Darum ist sie schnell mit dem Auto nach Wittingen gefahren. Sie wohnen nicht in Wittingen? Nein, ich wohne in Lüden, das ist 5 Kilometer ungefähr von hier entfernt. Das macht mich fast ein bisschen nervös mit der Kamera. Ja, da müssen Sie sich jetzt leider dran gewöhnen. Da muss ich mich dran gewöhnen, wunderbar. Das ist mich auch manchmal, aber man gewöhnt sich dran, das wird schon. Wunderbar. Haben wir alles? Was ich brauche? Wunderbar. Dann gehen wir jetzt mal zur Kasse. Gut. Imke Wolter betreibt ein Landgasthaus und das bereits in 4. Generation. Regelmäßig kommen Busgesellschaften und dann ist immer alle Hände voll zu tun. Wie viele Gäste sind denn schon da? Es sind 45 bis 50. Hey, das ist ja richtig viel. Busgruppe. So, und jetzt müssen wir gucken, wie wir alle reinkommen. Das wird ein bisschen schwierig werden. Oh, so ein großes Auto. Ja, aber oh, das geht schon. Wir haben es ja nicht weit. Imke Wolter steht voll unter Strom. Sie hat ein schlechtes Gewissen, will ihre Gäste nicht warten lassen. Vor einer halben Stunde ist die Reisegruppe in Lüben angekommen. Jetzt haben wir es in diesem Moment auch ein kleines bisschen eilig, genau. Denn bislang hat niemand die Gäste offiziell begrüßt. Doch der erste Gang wird zur Minute schon mal serviert, ohne die Chefin. Und nun wird es gleich an die Suppe gehen. Wir bekommen heute ein Kartoffelbuffet. Gibt es erst die Suppe am Tisch und dann sage ich genau an, was es dann an Gerichten gibt und vor allen Dingen, dass es genug gibt, das ist immer wichtig. Aha. Und dann essen alle gemütlich und fahren gegen 14, 14.15 Uhr wieder ab. Wir winken dann ganz freundlich, das machen wir immer, wenn Busgruppen da sind, ist auch ganz niedlich. Und dann geht es in die Nachsorge und dann, ja, habe ich natürlich allerhand vor heute noch, Veranstaltungsbesprechung. 2 kleine Kinder habe ich, die holt meine Mutter heute vom Kindergarten ab. Wie alt sind die? Die sind 3 und 5. Oh ja. Ganz, also beide noch im Kindergartenalter. Und gehört zu Ihnen auch ein Mann? Ja, mein Mann arbeitet in Hamburg, der fährt auch täglich. Boah. Ganz verrückt. Wie viele Kilometer sind denn das? Ach, auf jeden Fall 1,5 Stunden Fahrt, wenn nicht ein Stau dazwischen kommt. Und da fährt pro Fahrt? 1,5 Stunden? Ja, ja, 3 Stunden insgesamt, wie gesagt, wenn kein Stau dazwischen kommt.
Er ist aber auch Exportmanager, das heißt, er reist auch viel. Ja. Und am Wochenende ist er komplett zu Hause und da habe ich auch großes Glück gehabt, weil man erstmal so einen Mann finden muss, der am Wochenende die Kinder nimmt, während ich die meiste Arbeit habe und auch die Nächte durchziehe. Wie viel bleibt denn da vom Familienleben? Nicht ganz so viel, aber wir kommen gut damit klar. Also das haut wirklich hervorragend hin und wir nehmen uns dann die Zeit, die wir haben, die nehmen wir uns sehr intensiv. Das klappt erstaunlich gut, sollte man nicht denken. Und ist auch so, dass mein Mann komplett hinter dem Laden steht. Und Sie, kommen Sie denn von hier, aus der Ecke? Ich bin in Lüben geboren, ja. Das in Lüben, in dem kleinen Dorf. Wie viele Einwohner hatte das? Oh Mensch, so immer 110 plus minus. Oh Gottchen. Da kommt immer was dazu. Jetzt haben wir hier aber einen richtigen Sonntagsfahrer vor uns. Geschichte. Ich wollte damals vom Gymnasium abgehen, weil ich keine Lust mehr hatte. Ich hatte gar nicht mal schlechte Zensur, nur ich wollte einfach nicht mehr. Gab es einen Lehrer, den mache ich heute noch dafür verantwortlich. Aha. Und mein Vater hat damals gesagt, so Imke, kannst du gerne machen, aber nur wenn du Gastronomie lernst. Und da war mir alles egal in dem Moment. Und dann habe ich halt Hotelfach gelernt so. Und danach dann erst das Abi gemacht, nach der Lehre. Aber dann waren die Weichen ja schon früh gestellt. Die waren früh gestellt, wobei ich nicht immer sicher war, ob ich nach Hause zurückkomme. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Die letzte Station vor Lüben war München und da ging es mir auch gar nicht mal so schlecht. Ja. Wochenende frei, Feiertage frei, gutes Geld verdient. War das ein Hotel? Oder was das war ein Hotel, genau. Gehörte zur Interconti-Gruppe Penta. Und ja, Gott, Erholungswert ist auch nicht schlecht in München. Aber naja, dann ging es dann doch erstmal wieder nach Hause, mal gucken. Haben Ihre Eltern dann irgendwann aufgehört mit der Gastronomie und gesagt, nee, sie sind immer noch beide mit dabei. Das ist also, das hat sich so ergeben tatsächlich. Nach der Wende hatte mein Vater allerhand, also noch mehrere Betriebe. Da war viel Arbeit und da konnte er auch gut Hilfe gebrauchen und ja, dann, wie gesagt, es, im ersten Jahr habe ich wirklich, wirklich gedacht, Walter, was hast du getan? Es war ganz ehrlich, so von München zurück nach Lüben. Aber wir haben es wirklich eilig gerade, ne? Ja, jetzt hier müssen wir genau so. Die Mülltonne steht auch nicht da, wo sie hingehören. So, und jetzt würde ich auch direkt hinten vorfahren. Ja. Das ist jetzt also Lüben. Hier kennt jeder jeden. Das hier kennt jeder jeden, aber auch auf sehr nette Art und Weise. Das ist keine Nachbarschaft, die sich gegenseitig nervt. Aber als Dorfkneipe funktionieren sie dann ja nicht, ne? Nicht mehr wie es früher war. Es war früher wirklich im klassischen Sinne. Da haben die Landwirte dann auf der Tür gesessen, jeden Abend und ihr Bierchen getrunken, ihren Steiniger getrunken und ein bisschen geklönt. Das ist heute nicht mehr so. Da hat sich im Laufe der Generationen jetzt doch einiges verändert. So, und da steht schon die Busgruppe. Oder der Bus vielmehr. Die Gruppe sitzt drin. So, wurdest du ordentlich durchgeschüttelt, Jan-Peter? Wahnsinn, die hat ja ein Tempo drauf. Die Dame hat echt Temperament und Tempo. Ich habe voll drüber nachgedacht, dass ich gestern Bord habe. So, ich müsste den Korb jetzt einmal abstellen und dann gehen wir direkt in die Tenne. Nein. Die sind wahrscheinlich auch sonst sehr sportlich unterwegs, oder? Ja, man hat hier lange Wege. Ich bringe mal eben den Korb in die Küche und dann gehe ich in die Tenne und gucke, wie weit alles ist. Eigentlich kann sie sich aber auf ihre Leute verlassen. Das Team arbeitet seit Jahren zusammen, weiß genau, was zu tun ist. Hallo. Gut, dann gehe ich jetzt in die... Das ist unsere Ingrid, unsere Pesel, unsere Küchenchefin. Was gibt's heute Leckeres? Sieht ja sehr gut aus. Kartoffelbuffet. Ja. Ist für einen Koch überschaubar, oder? Ja. Reichhaltige Palette. Gut, wunderbar. So, und jetzt werde ich mich auch, glaube ich, nicht mehr in die Tracht schwingen. Was machen wir? Ich glaube, in die Tracht schwinge ich mich jetzt nicht mehr. Jetzt wird das nämlich auch machen eilig. Haben Sie sonst in Tracht immer? Ja, wir haben sonst immer Trachten an. Ach, okay. Oh, guck mal und hier. Jetzt sind wir also... Oh, war ja. Jetzt müssen wir hier mal Bescheid sagen. Genau, und ich werde mal kurz den ganz kleinen Moment den Fahrer fragen. Jetzt muss ich, weil ich zu spät bin, erstmal schauen, wo die Reiseleitung ist. Ja, jetzt ist hier gleich ein bisschen Aufruhr. Wo ist die Reiseleitung, Elli? Nein, das macht der Busfahrer. Alles. Ja? So, ich werde jetzt einmal um Ihre, wenn ich einmal um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten darf. So verschaffe ich mir immer am besten Gehör. Herzlich willkommen noch einmal. Und Sie sehen, wir haben heute eine Überraschung, die mich selber auch total überrascht. Das ist eine Sendung, von der ich gehört habe, sie aber noch nie gesehen habe.
Herr Tietze, wollen Sie sich nicht mal bekannt machen? Dann kann Also wir drehen heute die Sendung So ein Tag. Kennt die jemand außer Frau Wolter? Ja, ich bin beruhigt. Ich bin beruhigt. Und die drehen wir heute in Wittingen. Und da bin ich gerade eben Frau Wolter über den Hof, über den Weg gelaufen. Sie kennen das ja vielleicht, zufällige Bekanntschaften. Und dann begleiten wir die Menschen einen Tag. Und ich weiß ja auch immer nicht, was auf mich zukommt. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ich in einem Kaffeekränzchen lande heute. Ja? Von daher, falls jemand was dagegen hat, im Fernsehen gezeigt zu werden, dann müssten wir Sie jetzt quasi komplett verpixeln. Würde auch doof aussehen. Nichts dabei? Sehr gut. Ist auch Ihre Begleitung, mit der Sie da sind? Das könnte hinten raus mal Problemchen geben, wenn Sie heute mit wem anders unterwegs sind. Ne? Man weiß es ja nicht. Also seien Sie ganz entspannt, genießen Sie Ihr Süppchen. Und ich glaube, gleich gibt es auch noch eine Kartoffel. Hier, guck mal. Ja. So, jetzt haben wir den Salat. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo meine Frau Wolter ist. So. Herzlich willkommen erstmal. Das ist die Freiwillige Feuerwehr. Förste. Förste. Förste bei Alfeld. Förste bei Alfeld. Ja. Das ist ja schön. Und Sie sind das ist die Altersabteilung der Feuerwehrförste, der Feuerwehrförste. Und Sie waren schon mal bei uns? Oder? Nein, Sie waren kennen das noch nicht. Gar nicht. Na, dann müssen wir zusehen, dass wir uns ordentlich Mühe geben. Schön, dass Sie da sind. Ja, wunderbar. Das war's. So, hat die Suppe geschmeckt? Ja, super. Das ist aber toll. Klasse. Dankeschön. Da freuen wir uns. Oh, wir helfen alle so schön mit. Die Altersgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Förste hat im ersten Gang reingehauen und es geht noch lange Meter weiter. Aufregend mit einmal, was uns hier so passiert. Ja. Nun soll's losgehen. Es gibt bei uns im Hause allerdings einen Spruch, ohne den beginnt schon traditionell kein Essen, kein Buffet. Der ist von Giovanni Boccaccio. Das war ein italienischer Lebenskünstler. Und der hat einmal gesagt, es ist besser, Genossenes zu bereuen, als zu bereuen, nichts genossen zu haben. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen richtig guten Appetit und einen schönen Aufenthalt bei uns im Leben. So, siehste. Von der Kartoffelpfanne mal ein bisschen probieren, ja? Einmal einen kleinen Schaum. Eine gefüllte Kartoffel. Also Ihre Kinder hätten Sie nicht so gerne in München großgezogen. Nein, man merkt das. Ich bin ja auch super aufgewachsen hier. Wir hatten eine tolle Kindheit, das ist einfach so. Und mit dem Älterwerden merkt man das auch. Das ist einfach so. Und an den eigenen Kindern merkt man das. Und die sind, wie gesagt, noch sehr klein. Und die genießen das hier natürlich total. Wir haben, das werden wir nachher auch noch sehen. Wir haben einen sehr großen, auch eine gefüllte Kartoffel. Einen sehr großen Kinderspielplatz, wir haben ein Kinderspielzimmer. Und die Jungs, die sind auch einigermaßen stolz jetzt auch. Ja, das sind zwei Jungs. Ja, sind zwei Jungs auch noch. Genau, Julian und Maximilian. Na, selbstverständlich. Bitte schön. Und eine gefüllte probieren, ja? Aber wenn Sie mit dem Tempo durchs Leben schießen, ne? Das geht hier gar nicht anders. Wie kriegen Sie denn Ihre Ruhe mal? Also was machen Sie denn zum Entspannen? Ja, was mache ich zum Entspannen? So, zum Lesen komme ich tatsächlich nicht so viel, würde ich gerne machen. Eigentlich bin ich abends dann wirklich, ich lege mich aufs Sofa und schlafe irgendwann ein, wenn der Tag durch ist. Sie mögen keine Kartoffelpfanne mehr, für Sie aber. Das ist so Altersabteilung, hat mit der technischen Wehr nichts mehr zu tun. Das sind nur Rentner, sind nur Rentner. Jetzt gibt es nur noch Vergnügungsfahrten, ja? Genau. Der Kindergarten ist vorbei. Julian und Maximilian sind gekommen und das mitten im größten Trubel. Maria, Maximilian möchte zapfen. Wo soll das denn? Was ist denn das? Guck mal, da hoch. Das gibt eine Überraschung, Julian, Maximilian. Da sind, guck mal, sind Menschen vom Fernsehen. Dreh dich mal um. Da. Ups. Ja, wirklich wahr. Mama ist auch ganz überrascht gewesen. Mit einmal waren sie da. Hallo. Wer bist du, Maximilian? Nein, der ist Maximilian. Und du bist? Julian Wolter. Du bist Julian Maximilian. Und Maximilian. Hallo, und ich bin Sven. Hast du dein T-Shirt gelassen, sag mal? Dann kommen die beiden immer genau in dieser Mittagszeit nach Hause? Ja, und normalerweise gehen sie aber dann wirklich in den vorderen Bereich. Und Maximilian schläft bei meinen Eltern in der Wohnung. Meistens, nicht immer. Und Julian beschäftigt sich auch. Und die rennen aber auch mit zwischen. Das ist, kommt immer drauf an. Wenn es eine Hochzeit ist, ist eine andere Geschichte. Aber bei den Busgruppen ist es für die Gäste auch komplett in Ordnung, dass sie mit inzwischen sind. Und Maximilian zapft total gerne. Er räumt total gerne Gläser ab. Er zapft schon? Ja, er zapft gerne. Ne? Okay. Macht gerne Bier. Und wenn das keiner mehr trinken will, dann geht er damit zum Personal. Aber Frau Wolter, es ist ja jetzt auch nicht so, das, was wir hier jetzt heute erleben, das ist nicht jeden Tag. Ne? Nicht jeden Tag, aber sehr, sehr häufig. Also innerhalb der Woche sind es tatsächlich die Busgruppen. Oh ja, den halte ich mal.
innerhalb der Woche sind es die überwiegend die Buffgruppen und zum Wochenende hin natürlich, wir haben jeden Sonntag. Ja, dann mach mal einmal, zeig mal, was du kannst. Das geht ja schon früh los. Sie wissen was? Schön aufpassen, dass du nicht kleckerst. Sie wissen, was aus dem Jungen mal wird, ne? Stopp, ja, im Moment sieht es noch so aus. Die Hoffnung bleibt aber. Mal sehen, was sie vorhaben später. Wäre natürlich spaßig, weil es dann die fünfte Generation wäre, aber Gott, das ist noch so lange hin. Das weiß man. Will das Werner trinken? Ob das Werner trinken will, dann geht das schon los. Werner ist unser Koch. Und wenn er nicht loszuwerden weiß, dann rennt er damit zu Werner. Auch nicht schlecht. Julian will uns noch unbedingt seinen Spielplatz hinterm Haus zeigen. Da ist der Garten, genau. Da wie viele haben Sie denn die beiden bekommen? Da war ich mit dem ersten 39, ja, der 5-Jährige. Da wurde auch höchste Eisenbahn, was? Bitte? Da wurde höchste Eisenbahn. Ja, das ist so. Warum so spät? Weil vorher alles so ein bisschen... Muss man erst den richtigen Partner finden, das ist einfach so. Also dann sind Sie noch gar nicht so lange zusammen. Nein, wir sind seit 7,5 Jahren zusammen. So. Genau. Wie war das Gefühl, wieder ins elterliche Haus zu kommen? Ja, wie vorhin gesagt, so, es war das erste Jahr, habe ich wirklich gedacht, ach du je, was soll davon werden? Weil vieles natürlich ganz anders lief, als ich mir das vorgestellt habe. Nun kam ich direkt aus München und habe dann auch so Ideen gehabt, so Manager-Hotel, ne? Man ist dann doch ein bisschen verdreht, muss ich ganz ehrlich sagen, so war ich auch noch recht jung. Und ja, im Laufe der Zeit hat man auch gemerkt, dass es hier um ganz andere Dinge geht. Es ist einfach darum geht, den Laden auch wirklich zu erhalten und weiter nach vorne zu bringen. Es hat natürlich extrem viel mit Investitionen zu tun. So im Laufe der Jahre, auch in der Zeit meiner Eltern, wurde immer wieder investiert und immer wieder angebaut, umgebaut und immer wieder neue Themen erfunden oder überlegt, was man machen könnte, um die Gäste erstens mal hierher zu kriegen, aber dann auch zu halten. Ja. Wohnen Sie da oben? Ja, genau. Dann ist das ja schwer zu trennen, ne? Ja, nee, das ist unser Bereich, im vorderen Bereich, im Haupthaus leben meine Eltern. Und das ist auch sehr praktisch natürlich, die Eltern im Haus zu haben, klar, die dann auch mit den Kindern ständig unterwegs sind. So mein Vater fährt mit dem Großen zum Schwimmen, meine Mutter holt an solchen Tagen oder auch mein Vater die Kinder vom Kindergarten ab. Und so klappt das wunderbar. Ohne geht es gar nicht, ne? Nee, ohne könnte ich den Job auch gar nicht machen, das ginge gar nicht. Ja. Also weil es ja wirklich doch einigermaßen... Ja, es ist oft überraschend, wie so ein Tag verläuft, das ist einfach so. Aber ich stelle es mir schon schwierig vor, wenn Ihr Mann am Wochenende zu Hause ist und Sie da die Gästebespaßung machen zum Mittagessen. Es ist nicht das klassische Familienleben, nee, das stimmt. Das haben Sie überhaupt das nicht, ist ne? Es wirklich nicht, nein. Und das sagte ich ja vorhin, es ist wirklich, so muss man erstmal finden, jemanden, der sagt, Menschenskinder, das ist zwar Kneipe, ist Gastronomie, und zieht sie die Nächte durch am Wochenende und ich passe auf die Kinder auf. Das hat sich im Laufe der Jahre so entwickelt, sag ich mal so. Ja, die beiden sind doch bestimmt absolute Wunschkinder, oder nicht? Na klar. Genug geredet. Imke Wolter muss sich wieder um ihre Gäste kümmern, denn die sind schon im Aufbruch. Ja. Der fällt der Stress erstmal ab, ne? Na, Stress haben wir hier nicht. Nee? Nee, Stress machen wir uns nicht, weil dadurch geht ja auch nichts schneller. Ja, das stimmt allerdings. Wir machen eins, so eins nach dem anderen und das läuft eigentlich auch gut dann. Frau Wolter eigentlich eine gute Chefin? Eine sehr gute Chefin. Ja, wirklich? Ja, das kam mir so vom Herzen. Ja, ist sie. Sonst wären wir nicht alle schon jahrelang hier, wenn wir nicht so eine tolle Chefin hätten. Wie viele Jahre sind Sie denn schon hier? Fast 50. 15? 15, ja. 50 wäre jetzt ein bisschen übertrieben gewesen. 10, nee. Ja. Ja, nee. Die Altersabteilung der Feuerwehrförster auf dem Rückzug. Hunger gestillt, Durst gelöscht. Jetzt geht's zu einer Kutschfahrt mit Kaffee und Kuchen. So, jetzt ist Winken angesagt. Jetzt winken, bis da um die Ecke ist. Das ist jetzt das traditionelle Buswinken. Genau. Bis auf die Ecke ist. Wichtig für die Kundenbindung. Weiter geht's. So. Siehste, so ist das. Jetzt ist Feierabend, wa? Nee. Nein. Richtig zur Ruhe kommen Sie im Sommer selten. Wobei wir in diesem Jahr auch was ganz Tolles vorhaben. Wir werden wirklich erstmal richtig ein Schild vor die Tür hängen und eine Woche Urlaub machen. Und da ist auch ein Wochenende dabei. So.
Das machen wir. Und dann, ja. Ist das nicht ein bisschen dann, dekadent, eine ganze Woche Urlaub? Nein, und dann werden wir mit dem Hausboot fahren. Oh je. Ja, alle Mann. Und das wird spannend. Zu Anfang dachte ich auch, oh, romantisch, klasse, ganz prima. Die ganze Familie zusammen und dann werden wir es gut haben. Und Hagen ist der Freizeitkapitän und die Kinder können dann ein bisschen mit, ja, wie nennt man das, Rudern lenken, wie auch immer. Ich weiß gar nicht genau, was auf uns zukommt. Hagen hat das alles gebucht und wir werden dann eben schön durch die Gegend tuckern. Erst jetzt, so, wo es kurz bevor ist, es sind in 3 Wochen geht es, glaube ich, los, genau, sage ich mir, ach du je, da kannst du ja nicht weg, lass noch schlechtes Wetter sein, so, dann hocken wir alle auf dem Boot. Und, aber ich denke, das wird wild romantisch. Na klar. Und jetzt sehen wir die Privatwohnung der Familie Wolter. Das ist aber nicht neu, ne? Nein, doch, doch, wir haben es von, ist denn das fertig geworden, 2000. 7 ist es fertig geworden, genau, auch, aber über längere Zeit gebaut und es ist wie eine Studentenbude, wirklich. Also da war, das war für 2 Personen geplant, du warst das erste Kind unterwegs, das war wunderbar, aber jetzt kloppen wir uns wirklich ins Haupthaus vor, das ist also der Eingangsbereich. Okay. Und Julian ist gerade sein Kartoffelpuffer, genau. Ja, Mensch. Und der Blick auf den Garten ist wunderbar, aber wie gesagt, das ist eine Studentenbude. Und deswegen werden wir auch, wir werden jetzt auch bauen, klar, wir haben, sind soweit durch mit der Finanzierung, haben eigentlich vor, dieses Jahr noch zu bauen, vielleicht klappt das sogar, sonst spätestens Anfang nächstes Jahr. Also und das, ein richtiges Haus noch bauen? Nein, wir bleiben in diesem Haus. Ja, wir werden das Haupthaus vorne, da wo meine Eltern jetzt leben, das werden wir komplett für uns dann umbauen, damit die Kinder auch ihr Zimmer haben, jeder sein eigenes, genau. Und wir genug Platz und meine Eltern werden dann in diesen Bereich ziehen mit 2 Personen. Für 2 Personen ist es wunderbar. Da haben wir wirklich Platz genug. Da ist die Wohnküche. Ja, mein Schatz? Weißt du, was gleich kommt? Waren Sie vorher schon mal verheiratet? Oder sind Sie überhaupt verheiratet? Ja, nee, wir sind tatsächlich nicht verheiratet. Ach so. Aber wir haben beide 2. Runde sozusagen. Und da haben wir uns gesagt, wir haben 2 Kinder, wir rennen nicht mehr auseinander. Das lassen wir mal erstmal, das überlegt man dann ja etwas genauer sozusagen. Und so, wir leben wunderbar so und sind uns auch sicher und einig. Und in der 2. Runde ist man sich sowieso ein bisschen sicherer wahrscheinlich. Ja, ne? Genau. Ja, mit dem Älterwerden halt, das ist nur so. Hätte ich früher auch nie gedacht. Meine Oma hat auch immer gesagt, Kind, wirst noch sehen, wenn du älter bist. Ja, weiß ich nicht, ob wir jetzt hier unbedingt noch überall rein müssen. Müssen wir nicht. Das ist nein, ein Badezimmer, nein. Schlafzimmer, das ist ja schön. Jetzt gucken wir mal hier einmal um die Ecke. Das ist einmal Oma kennenlernen. Das ist meine Oma. Mensch, hallo. Jetzt können wir mal auf die andere Seite vom Strand kommen. Ja. Hallo, Sven Tietzer, guten Tag. Haben Sie sich die ganze Zeit vor mir versteckt? Nein. Ich habe Sie noch gar nicht gesehen. Doch, wir haben schon gesehen. Ja? Ich habe Sie schon gesehen, auf Ach, jeden ja. Fall. Das ist ja für Sie eigentlich auch eine schöne Situation, oder? Tochter zu Hause. Besser geht's nicht. Also wir sind Enkelkinder sehr, da. Sehr glücklich, dass sie das weitermacht hier. Also ja. Unserem kleinen Dorf, das ist schon toll. Ne? Und sind wir sehr zufrieden. Haben Sie sich jetzt schon richtig rausgezogen aus dem Geschäft? Eigentlich ja. Halb und halb. Mama ist immer im Hintergrund. Ja, im Hintergrund. Die machen die so gerne an der Front ein, sozusagen, nicht im Vordergrund. Und alles, was so die Tische stellen, das Einlegen und Tischwäsche und Bestellungen und so, das macht Mama auch mit, also komplett, da ist sie da schon. Da kann man auch nicht so schnell von los, oder? Ach, das muss auch nicht sein, man muss ja noch was zu tun haben, ne? Richtig. Und mein ja. Vater nee, ist leider nicht da, das ist wirklich, der ist natürlich, das ist auch so ein Unikum sozusagen, ja, ja und ja. Der ist heute in Hannover, ich weiß auch nicht genau, wann er wiederkommt, weißt du das? Ja, heute um 4 will er hier sein. Um 4, siehst du. Tja, hat sich wohl etwas verspätet. Weitere Reisegruppen werden heute nicht mehr erwartet. Aber Imke Wolter muss sich noch um eine Veranstaltung am kommenden Wochenende kümmern. Denn das Rundlingsdorf Lüben wurde gerade erneuert. Alles ist neu gepflastert worden und das ist natürlich um einiges schöner als vorher. Man sieht jetzt hier die Straße und man sieht jetzt das schön Gepflasterte. Und nun haben wir gesagt, mit allen Leuten vom Bau, mit den Organisatoren, Ingenieuren, ein Unimog, genau. Wollen wir das Ganze auch einweihen und wir gehen jetzt wieder zu unserem Ortsbürgermeister Joachim Niemann. Und dann wollten wir noch einmal besprechen, wie das am Freitag genau funktioniert. Es ist klar, es gibt Spanferkel, das backen wir und dann gibt es eben... Ach, hier ist Party im ja, Dorf. Ja, hier ist Party. Wir werden dann aber wirklich mit der gesamten Dorfgemeinschaft und eben mit den Ingenieuren und dem Bauunternehmen, alles, was so da mitgeholfen, mitgewirkt hat, wollen wir das alles einweihen jetzt. Wirklich so ganz intern im Dorf mit allen, die dazugehören.
Und jetzt geht es eigentlich nur noch um die Frage, ob es Fassbier oder Flaschenbier geben soll. Entscheidungsgewalt hat der Bürgermeister. Oh, mach mal einen Klingel. Warte mal, ich muss mal Beate. Oh, warte mal, ich habe hier... Der Hund macht gar nichts, dann kannst du mal einfach... Ich... Warte mal. Das ist, wir machen ein spontanes Fernsehen. Wir sind heute einen Tag lang mit Frau Wolter unterwegs. Und das weiß ich auch erst seit heute Morgen, als wir uns begegnet sind. Und jetzt, also niemand, den wir treffen, ist vorbereitet. Ja, also mein Mann ist nicht da, der fährt Gülle. Das ist ja großartig. Wir wollten noch einmal wegen der Feier am Freitag, noch mal einmal nachfragen mit den Getränken, was wir vorhin auch hatten. Ob also unsere Männer sagen auf jeden Fall Zapfbier. Genau, dann müssen wir eine Theke und Fassbier noch haben und dann... Wunderbar. Ach, dann rufe ich heute Abend noch mal an oder komm ich habe Ihnen mal gesagt, er soll sich bei dir melden. Ja, genau. Ne? Also, mal einfach so Flaschenbier, das geht überhaupt nicht. Nee, das muss ordentlich sein, ne? Genau. So sehe ich das ja aber wunderbar. Auch. Nee, fein. Ja, jawohl. Naja, gut, dann lassen wir ihn mal Gülle fahren. Ja. Bis später, Beate. Ja. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß. Ja, danke. Danke. So, Maximilian, kommst du wieder mit? Ja. Tschüss. Ordentlich weggestellt, den Trecker. So muss das sein, ne? Der Bürgermeister ist gerade nicht da, muss nur kurz Gülle fahren. Das ist, so ist das. Sehr gut. Das ist mein Cousin, mit dem muss ich noch über Spanferkel reden, das passt sich ganz schön. Jörn, hi. Du, ich wollte mal einmal, ich wurde auch überrascht heute so, ne? Und jetzt sehe ich dich hier gerade und wollte fragen, das Spanferkel, ne? Könntest du das eventuell, müssen wir noch drüber sprechen, weil Mama und Papa nicht da sind, am Freitag früh holen von Friedrichs? Oder wird das schwierig? Die kann ich aber noch mal anrufen, ich sage dich mal gerade. Freitag muss ich morgens, da müssen wir ein bisschen delegieren. Freitagmorgen muss ich zu einer Handelsbüro. Sonst Donnerstag, aber dann rufe ich dich noch mal an. Ich sage dich nur gerade und dachte, ich frage mal einmal nach. Ist auch stellvertretender Bürgermeister der Stadt Witting, kann man auch am Rand nur erzählen. Ach, also schon mal. Alle an los. Ich fühle mich aber geehrt hier. Na, dann hätten wir das ja auch geklärt. Aber in der Tenne wartet schon der nächste Termin. Das Pärchen, was da jetzt kommt, das ist warum hier? Weil sie die Taufe ihrer Tochter Lilly besprechen möchten, die bei uns gefeiert wird. Ah, okay. Und die haben auch schon hier geheiratet, 2010, genau. Hallo Tatjana, Stefan, das ist eine Überraschung für mich, war es auch eine Überraschung. Hi. Ich werde begleitet. Hi, Tatjana. Na, hallo. Hallo. Stefan, hi. Grüß dich. Hallo. 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 Guten hallo. Tag. Sven Tietzer vom NDR Fernsehen. Ach, hallo. Hallo. Oh Mensch, hier. Das ist Lilly. Lilly, genau. Lilly wird getauft? Ja. Das wird eine sehr besondere Taufe. Ja. Was wieso? Eine Bachtaufe. Eine Bachtaufe. Ach nee, guck an. Am Kloster in Isenhagen und dann unten am Bach im Wald wird sie getauft. Das wird ja spannend. Mhm. Und mit wie vielen Leuten wird dann gefeiert? Mit knapp 20. Überschaubar. Ja. Ja, aus ja. Wird's das Sicht, ist hinzukriegen, das schaffen wir. Haben wir denn dann einen typischen Tag heute erlebt? Mit Vollgas über Mittagszeit und hinten raus ein bisschen ruhiger? Ja, absolut. So in die Richtung ist es die Woche über, am Wochenende ein bisschen anders, aber innerhalb der Woche ist das so ein typischer Tag eigentlich. Genau. Dann verabschiede ich mich jetzt, sag Tschüss, wünsche viel Erfolg, dass alles so kommt, wie es kommen soll, wie angedacht. Hoffentlich, ja. Ne? Vielen Dank. Alles Gute für die Taufe. Okay, vielen Dank. Ciao. Tschüss. Wollt ihr da sitzen? Genau, ich sitze mich hier hin, nehme ich erstmal das Telefon. Oh, Schein. So, dann wollen wir mal loslegen.